Hallo Freunde, ich bin Ilja Greschkowitz und ich sage herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meiner YouTube-Serie Veränderung von A bis Z, das Change ABC. Ungeschnitten, ungeschminkt und vor allem unzensiert. Heute mit Folge Nummer 8, H wie Hartnäckigkeit. Denn Hartnäckigkeit ist für mich eine der wichtigsten Zutaten erfolgreicher Veränderung. Es ist für mich eine der wichtigsten Fähigkeiten, um mit einer konstant hohen Motivation die eigenen Vorhaben anzugehen. Und wir befinden uns ja gerade in einer Zeit der guten Vorsätze, wo viele Menschen sich Sachen vornehmen, Ziele setzen, Vorhaben angehen wollen. Und auch das ist jedes Jahr das Gleiche. Viele fangen an, sind am Anfang mit Leidenschaft, mit Motivation dabei, aber relativ schnell kippt das Ganze und man fällt wieder zurück in alte Muster. Und genau da ist eben Hartnäckigkeit gefragt. Dran zu bleiben, auch wenn es hart ist. Einmal öfter aufstehen, als hinzufallen und den Weg der kleinen Schritte zu gehen und diese so häufig zu wiederholen, bis man mit dem Resultat zufrieden ist. Denn Hartnäckigkeit führt einem über kurz oder lang ans Ziel. Und Hartnäckigkeit führt einen vor allem auch durch die Phasen, wo man Durchhänger hat, wo man sich selbst hinterfragt, wo man sagt, warum mache ich das überhaupt alles noch? Dann hartnäckig sein und dranbleiben, weil das sind die Phasen, wo die größten Durchbrüche kommen. Wenn du dich jetzt fragst, na, kann ich denn meine Hartnäckigkeit auch trainieren? Dann sage ich, ja, kannst du. Und zwar relativ einfach, denn immer wenn du diese Phasen erlebst, wenn du ein bisschen down bist, wenn du dich fragst, warum überhaupt, dann stell dir genau die gleiche Frage. Warum mache ich das überhaupt? Wofür tue ich das überhaupt? Was war mein ursprünglicher Antrieb? Denn dieses starke Warum, und ich sage ja häufig, wenn das Warum groß genug ist, dann folgen das Wie und das Was von ganz allein. Und das ist der Hintergrund, weil wenn du weißt, wo du hin willst, warum du das tust, dann zieht dich dieses Warum irgendwann von ganz allein da an und die Hartnäckigkeit sorgt dafür, dass du da irgendwann ankommst. Also, mein Impuls am Anfang des Jahres: Setz dir große Ziele, träum groß, geh kleine Schritte, um dahin zu kommen und lass dich von deiner Hartnäckigkeit leiten. Lass dich von deiner Hartnäckigkeit dorthin führen und lass dich von deiner Hartnäckigkeit ans Ziel bringen. In diesem Sinne, ich wünsche dir alles Gute, ganz, ganz viel Erfolg bei deinen Neujahrsvorsätzen, ganz, ganz viel Erfolg beim Angehen deiner großen Ziele für 2015 und wir sehen uns beim nächsten Mal. Alles Gute, dein Ilja Greschkowitz.